Ich habe seelenruhig im Bett gelegen. Man hat ja auch der Gedanke, wenn die in der Wohnung waren, dass die vielleicht am Bett gestanden haben. Es reibt einem ziemlich an den Nerven. Bei Doris Kurz und ihrem Sohn Johannes sitzt der Schreck noch tief. Vor wenigen Tagen sind Einbrecher in ihr Haus eingestiegen, mitten in der Nacht. Johannes wohnt im Erdgeschoss. Die Täter müssen an seinem Schlafzimmerfenster vorbeigeschlichen sein, bevor sie die Balkontür aufgebohrt haben. Wie weit waren sie? Waren sie auch bei dir im Schlafzimmer, wo du geschlafen hast? Waren sie nur im Wohnzimmer, im Flur? Ich nehme an, dass sie gestört worden sind vielleicht, denn es lagen auch draußen auf der Terrasse noch verschiedene Gegenstände. Ja, dann bricht einem erstmal die Welt zusammen. Der Sachschaden? Wenige 100 Euro. Der seelische Schaden? Enorm. Fremde Kriminelle im eigenen Haus, wo man sich sonst so sicher fühlt. Wir leben in einer Idylle hier mitten auf dem Land, mitten in der Natur. Und dadurch, weil wir noch so in der Ruhe gelebt haben und noch nie was passierte, ist das vielleicht für uns auch heftiger. Im kleinen Ort Schadges im Vogelsbergkreis stehen kaum mehr als 30 Häuser. In 5 wurde innerhalb einer Woche eingebrochen. In 3 Nachbarorten haben die Diebe ebenfalls Halt gemacht. Insgesamt 19 Einbrüche wurden der Polizei gemeldet. Das ist ein Phänomen, was wir hier im Vogelsberg haben. Es kam so oft nicht vor, dass so eine geballte Serie hier aufgetaucht ist. Ungewöhnlich hier auf dem Land, denn meist suchen sich Einbrecherbanden Häuser in Wohngebieten nahe der Autobahn, um schnell flüchten zu können. Offenbar eine neue Masche, bei der die Täter die Abgeschiedenheit ausnutzen. Es ist zu vermuten, dass es mehrere Täter sind, dass es vielleicht sogar eine ganze Tätergruppe ist. Ich will nicht unbedingt Bande sagen, aber eine Tätergruppe könnte es sein. Und es könnte auch sein, dass bei diesen Taten auch Kinder mitgenommen werden und dazu missbraucht werden. Darauf deuten Einbruchsspuren hin. Die Polizei und die Einbruchsopfer wie Doris und Johannes Kurz hoffen jetzt, dass irgendjemand etwas mitbekommen hat. Fremde Kennzeichen, unbekannte Leute im Ort, jeder Tipp könnte hilfreich sein. Der Gedanke, dass die Täter noch frei herumlaufen, beschäftigt Familie Kurz. Ich habe eigentlich jetzt auch immer nachts schlecht geschlafen. Und ich denke, ich werde noch einige Tage und Wochen noch damit zu tun haben, das zu verarbeiten. Johannes Kurz und seine Mutter wollen sich jetzt von der Polizei beraten lassen, wie sie sich in Zukunft besser vor Einbrechern schützen. Dann können sie hoffentlich auch bald wieder ruhig schlafen.